Herzlich willkommen zum DBT Skills Training. Heute stelle ich euch den Skill gelenkte Aufmerksamkeit vor. Dieser Skill ist dazu da, um die Achtsamkeit zu schulen und ganz bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Sinnvoll ist es besonders dann, wenn man zu Gedankenkreisen neigt, wenn man ja durch negative Emotionen, durch vergangene Ereignisse beeinflusst wird oder häufig ja Zukunftsängste hat oder Angstgedanken hat und sich irgendwie vorstellt, oh nein, das könnte da alles schief gehen. Dann ist es wirklich hilfreich, wenn man diesen Skill gelenkter Aufmerksamkeit wirklich gut kann. Sozusagen den Augenblick, die eigenen Emotionen im Hier und Jetzt zu verändern und sich von den anderen Gedanken sozusagen zu distanzieren, indem man es gelernt hat, sich zu fokussieren auf die verschiedenen Sinneswahrnehmungen. Die erste Übung, die ich euch dazu vorstellen möchte, ist die 3x5 Übung. Da geht es darum, dass man 5 Dinge sich sucht, zum Beispiel im Raum oder auf dem Spaziergang, die man sieht. Wenn ich jetzt hier mich umgucke als Beispiel, ich sehe dort einen Schuh, ich sehe die Gardine. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich den Baum, ich sehe vor mir hier das Handy, was die Aufnahme macht. Wenn ich hier runter gucke, sehe ich zum Beispiel diesen Ball. Genau, wenn es ums Spüren geht, das wäre der zweite Sinn, den man dann dazu nehmen kann, spüre ich den Ball hier, dann spüre ich die Wärme der Wärmflasche. Ich habe jetzt hier bewusst ein bisschen verschiedene Sinnesreize vorbereitet. Wenn ich hier hinter anfasse, spüre ich halt diese Wand, spüre das Kissen unter meinem Hintern. Und beim Hören habe ich jetzt bewusst das Fenster zugemacht, damit hier keine Nebengeräusche sind. Aber normalerweise höre ich zum Beispiel die Vögel, den Wind, Stimmen von Menschen oder ein Rauschen oder ein hupendes Auto. Und sich dann wirklich ganz bewusst darauf zu fokussieren, kann helfen. Das ist tatsächlich ja mit einer der einzigen Achtsamkeitsübungen, die ich wirklich noch regelmäßig mache, die ich aus der DBT mitgenommen habe und die mir wirklich irgendwie was taugt und hilfreich ist, die mich nicht zu stark fordert, die ich auch tatsächlich machen kann, wenn ich in einer Hochanspannung bin und mir da ein bisschen hilft. Und das habe ich bei vielen Übungen halt nicht gehabt, dass das wirklich so sofort gewirkt hat und mir leicht gefallen ist. Also für mich war es eine gute Übung oder ist es immer noch eine gute Übung? Genau, die zweite Übung, die auch auf die Achtsamkeit abzielt und auf das im Hier und Jetzt sein, ist, sich auf den Körper zu fokussieren. Das kann ich bedingt empfehlen für die Leute, die mit Angst zu tun haben. Wobei, wenn man das gut kann, hilft es auch da, sich zum Beispiel ganz bewusst auf die Körperwahrnehmung, auf die Haltung zu fokussieren, zu spüren oder zu gucken, wie atme ich? Atme ich in den Bauch? Wie sind meine Schultern? Hängen die oder spanne ich die an? Wie ist die Stellung meiner Füße, wenn ich irgendwo stehe? Also ganz bewusst halt die Körperwahrnehmung zu schulen. Wenn man gerade zum Beispiel eine Panikattacke hat, dann vielleicht nicht, weil man, dann ist man sehr unruhig. Dann hilft es natürlich, über eine Atemübung sich erstmal runterzuskillen, dann in den Körper reinzufühlen. Und ja, allgemein Körperübungen waren für mich schwierig, aber es ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall empfinde ich das heute auch als hilfreich, beziehungsweise wenn ich zum Beispiel draußen bin und die Übung mit dem Spüren mache, dann fasse ich meistens nicht irgendwelche Blätter an, sondern ich spüre zum Beispiel den Boden unter meinen Füßen und gucke genau, wie sich das wahrnimmt oder gehe dann mal über spitze Steine oder dann über Gras und merke halt so den Unterschied und fokussiere mich darauf. Genau, aber hier geht es besonders um die Körperhaltung. Ich könnte mich immer wieder gerade hinsetzen, dass man halt mal so wahrnimmt, wie sitze ich eigentlich, wie stehe ich, wie gehe ich. Und ja, ich persönlich mache das viel zu selten. Dann würde man öfter, glaube ich, merken, dass man zum Beispiel krumm sitzt und sich wieder aufrichten. Und ja, auf jeden Fall lenkt es in dem Moment auch ab, weil man sich ja darauf fokussiert. Eine weitere Übung zur, ja, auch Geschmacks-, Geruchs-, Sinneswahrnehmung ist die Zubereitung von einer Tasse Tee oder einer Tasse Kaffee. Da darf man dann bewusst wahrnehmen, erstmal zum Beispiel, wie mache ich das? Wie viel Pulver packe ich in den Filter? Wie sieht das Pulver aus? Wie hört sich das zum Beispiel an, wenn das Wasser durchläuft? Wie riecht das? Steigt Wasserdampf auf? Steigt keiner auf? Wenn ich bewusst den Geschmack wahrnehme, was schmecke ich zuerst? Wie schmeckt zum Beispiel der Abgang? Das macht man ja meistens nicht. Man trinkt irgendwie schnell einen Tee oder man trinkt schnell einen Kaffee und macht den und kann vielleicht hinterher gar nicht mehr sagen, wie sah das Pulver genau aus, weil es einfach so ein Automatismus ist. Und es geht darum, jetzt hier wirklich sich bewusst darauf zu fokussieren und jedes kleinste Detail der Handlung sozusagen wahrzunehmen und genau hinzuschauen und hinzuspüren und wirklich ganz bei der Tätigkeit zu sein.
Genau, und Kaffee und Tee eignet sich hier besonders, weil es ein Heißgetränk ist. Dann sieht man eventuell auch noch den Dampf. Der Geruch ist intensiver, als wenn man jetzt irgendwie einen Apfelsaft trinkt oder so. Der riecht ja meistens nicht so intensiv wie ein frischer Tee oder ein frischer Kaffee. Ja. Dann kann man diese Übung natürlich auch dazu verwenden, Haushaltsübungen oder Haushaltstätigkeiten bewusst wahrzunehmen. Das heißt, wenn man saugt, wie bewege ich den Sauger? Wie sieht der Boden vorher aus? Wie sieht er hinterher aus? Besteht so ein so ein Muster, passiert ja manchmal, wenn man hin und her saugt, dass es da so verschiedene Muster auf dem Teppich gibt. Oder wenn man abwäscht, wie fühlt sich das Wasser an? Steigen Blasen auf vom Spülmittel? Wie sieht das Geschirr vorher aus? Wie sieht es hinterher aus? Wie bewege ich den Schwamm hin und her? Also wirklich ganz bewusst auf jeden einzelnen Schritt zu fokussieren. Und was bei mir am Anfang passiert ist, ist, dass ich das extrem nervig fand und extrem anstrengend, dass ich grundsätzlich ja auch ein Mensch bin, der verschiedene Sachen gleichzeitig macht, um auch nicht manchmal in diese Ruhe zu kommen. Dann höre ich beim Abwaschen noch Musik oder telefoniere nebenbei oder gucke nebenbei ein Video, ein Podcast, wo ich mir das Handy da in die Ecke stelle. Und darum geht es halt gerade nicht. Man soll wirklich sich auf eine Tätigkeit fokussieren. Keine Hintergrundmusik, keine Gespräche nebenbei führen, sondern ganz im Moment sein und bewusst die Tätigkeit wahrnehmen und die Abläufe wahrnehmen. Also vielleicht sich das so vorstellen, als ob man jemand, der blind ist und der noch nie abgewaschen hat, die Tätigkeit beschreiben sollte. Also, was mache ich zuerst? Ich mache den Stöpsel rein, ich lasse Wasser ein, ich packe Spülmittel ins Wasser, ich packe das Geschirr rein. Ich lasse es einweichen und so, also wirklich so intensiv mal wahrzunehmen, so genau auch zu sein. Genau. Dann gibt es dazu ein Arbeitsblatt, das blende ich hier oben ein. Ich kann es euch einmal kurz so zeigen. Das ist das Protokoll für die gelenkte Aufmerksamkeit. Denn bei jedem Skill, den ich euch hier vorstelle, es hilft meistens wirklich nicht, sich das einfach so anzuhören und zu sagen, aha, okay, diesen Skill gibt es, bringt mir nichts oder bringt mir was oder ich weiß es nicht. Sich das ja immer wieder anzuhören, hilft meistens nicht so gut, wie wenn man das wirklich täglich übt. Ja, deswegen blende ich euch das Blatt dann hier oben ein und ihr könnt euch das vielleicht abschreiben. Das bedeutet einfach nur, dass man sich verschiedene Übungen raussucht. Da kann man ja auch ganz andere Sachen machen. Man kann auch, ich weiß es nicht, wenn man zum Beispiel ein Kissen näht, dann kann man das verbinden mit dem Nähvorgang und hinterher mit dem Spüren, mit dem Fühlen und so weiter. Und dann kann man sich die verschiedenen Übungen aufschreiben und dann für die Woche einen Plan machen und halt jeden Tag irgendeine Übung machen, das dann abhaken. Das ist auch immer ganz schön, dann weiß man, dass man was getan hat. Und dann auch vielleicht beobachten, ab wann eine Veränderung auftaucht und wann man das genau feststellt, dass es vielleicht eine Verbesserung ist, dass man es schafft, sich von Gedankengängen zu distanzieren, mehr im Hier und Jetzt zu sein und vielleicht auch bemerkt, wie man glücklicher wird. Genau. Falls ihr die Übung macht, würde mich natürlich eure Erfahrungen interessieren. Dann schreibt mir das gerne hier unter das Video. Falls ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr mir natürlich auch immer auf Instagram schreiben. Da freue ich mich auch immer, wenn das hier auf YouTube zu öffentlich ist. Und sonst sage ich erstmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Skill. Bis dann. Tschüss.